So, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Placement Game. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist denn das? Seht ihr das? Ich kriege hier Sonne ab. Das geht doch nicht. Oh, mein Greenskin ist wieder verbuggt, weil ich schon Licht abbekomme. Was ist denn das für eine Kacke? Ich muss mal eben kurz das Rollo runter machen bei mir, Leute. Tut mir leid. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Das ist ja unfassbar. Kommt hier einfach Sonne rein, ne? So, wir sind wieder im Placement Game. Nummer 6, glaube ich. Ne, 7, 8. Irgendwas. Und ich spiele heute Giovanna. Und mir sind ein paar Kommentare in der letzten Folge aufgefallen. Und da musste ich echt... da saß ich teilweise echt im Teamspeak und habe echt gelacht, ne? Da habe ich echt sehr gelacht. Weil, ja, ich hatte mich ja letztens gern beschwert mit Vayne, dass ich nichts machen konnte. Und davor die Aufnahme habe ich gesagt, dass Vayne total strong ist, wenn sie gefeedet ist. Und da kamen natürlich wieder irgendwelche Pappnasen und haben darauf rumgeritten, dass ich in der einen Aufnahme sage, Vayne ist total broken oder total strong. Und in der anderen Aufnahme sage ich, ja, nee, Ryze und Hecarim, da kann ich nichts machen als Vayne. Das ist ja auch kein Wunder, ihr Pfeifen, ne? Wenn ich mit Vayne irgendwie 0-0 stehe oder sogar eine schlechte Laning-Phase habe und die Gegner einen guten Ryze haben und einen guten Hecarim, da kann Vayne trotzdem strong sein, wie sie will. Da kannst du trotzdem nichts machen, ne? Also, ne, manche Leute, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne, im League-Bereich. Ich weiß nicht wieso, aber ihr solltet manchmal ein bisschen nachdenken, bevor ihr irgendwelche Kommentare schreibt. Das ist bei einigen anscheinend nicht der Fall, ne? Die hämmern da ein bisschen schneller in die Tasten. Das ist irgendwie ein bisschen troll. Aber naja. Ich mache mir da nichts draus. Ich kann da immer sehr drüber schmunzeln, muss ich zugeben. Aber trotzdem denke ich mir dann immer so, hä? Ne, ihr dürft nicht vergessen, nur weil ich sage, auch solche Champions wie Ryze, ne, ich sag ja immer, Ryze ist ultra strong und meiner Meinung nach auch broken zusammen mit Hecarim momentan. Nur weil das heißt, dass der broken ist, heißt das nicht, dass man automatisch mit dem Champion gewonnen hat, ne. Man kann auch mit solchen Champions failen, ne. Man kann auch mit einer Vayne, wenn man gefeedet ist, trotzdem noch ein Game gewinnen. Es ist natürlich leichter, das Game zu gewinnen mit einer Vayne, wenn man gefeedet ist. Aber das heißt nicht, dass man automatisch gewonnen hat, ne. Das dürft ihr niemals vergessen, Leute. Boah, Alter, wie viel Damage die machen, ey. Nochmal heftig. Ja, ich habe jedenfalls Giovanna gepickt. Ich dachte, wäre eigentlich ein guter Pick. Ich wollte eigentlich erst Vi picken. Weil Vi ist ja aktuell ziemlich strong, habt ihr ja auch gesagt. Toplane wurde gefickt. Nice. Nice, nice, ja, Vi ist aktuell sehr strong. Ich hatte halt selber nicht gewusst, ne? Ich dachte eigentlich so, Vi gut in den unteren Elo-Bereichen, klar, da stelle ich mir schon vor, dass Vi relativ gut ist, ne? Weil die relativ stumpf ist und sehr effektiv sein kann. Aber in den oberen Elo-Bereichen, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt gespielt wird, aber. Ja. Hat mich doch sehr gewundert. Ich finde Giovanna immer noch super strong, ne? Weil, alleine schon der Fakt, dass du mit Fair Wolf Battle 4 Stacks bekommst, ne? Direkt 4. Das ist einfach so heftig. Wenn du einmal Q drückst, kriegst du 4 Stacks. Das ist so fucking heftig. Und da das ein Auto-Attack-Reset sogar noch ist, ist das einfach ultra krank, ne? Ihr kriegt einfach nicht nur 4 Stacks, sondern ihr macht Auto-Attack, Q, Auto-Attack und habt direkt 8. Und das ist so krank. Ihr kriegt einfach so viel AD dadurch. Ich bin nicht sicher, ob man unbedingt Fairbow spielen muss, aber ich finde, wenn man spielt, dann kann man da so viel rausholen mit Giovanna, weil der Q ja 2 Auto-Attacks zählt. Und das ist super heftig. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ich reiße. Wir werden auf jeden Fall Tanky bauen, aber erst wollen wir Bloodraiser. Ne? Bloodraiser, finde ich, ist immer noch der beste Item für Giovanna. Attack Speed ist sowieso geil mit Giovanna. Und dann noch der Prozentualschaden, ne? Zusätzlich mit unserem W-Spell, mit unserem E-Spell meine ich natürlich, ist super sick. Wir skinnen aber trotzdem natürlich den W hoch, ne? Der W-Spell ist immer noch the best. The best of the best! Und ja, danach holen wir uns wahrscheinlich Titanic Hydra. Denn Titanic Hydra ist auch nochmal ein Attack Reset, ne? Und das ist super awesome mit Giovanna. Na, das ist unlucky. Unlucky. Fuck, das ist echt unlucky, dass der da kommt. Scheiße. Fist, du solltest lieber ein bisschen aufpassen.
Mate. Fist, du solltest lieber ein bisschen aufpassen, Mate. Oh mein Gott. Die Mates von uns werden aber auch wieder reihenweise abgerissen, ne? Botlane ist einfach 20 Farm behind, ey. Ich hab mehr Farm als unser Botlaner, ey. Fucking Rip, Alter. Ja, das sieht nicht so gut aus. Ich muss sagen, ich mache mir eigentlich um meine Placements jetzt nicht mehr so viele Gedanken. Wir haben 4 Wins. Vielleicht hole ich noch einen Win raus bei den 3 Games, die wir jetzt noch machen. Also mit dem insgesamt 3. Und dann bin ich vollkommen zufrieden. Der 5-5 ist voll cool. Ich muss sagen, ich freue mich darauf, wieder ein bisschen zu climben. Ich habe ja auch gesagt, dass ich on-stream ein bisschen mehr spielen werde, ne, mit meinem Main-Account. Und das wird auch wirklich so sein. Das heißt, wir werden auch on-stream wieder häufiger mal so ein paar Solo-Queue- oder Duo-Queue-Sessions machen mit meinem Main-Account. Das wird ultra fancy, da habe ich richtig Bock drauf. Denn ich will in dieser Season wieder ein bisschen mehr loslegen, ne? Ich will wieder ein bisschen mehr League spielen und vor allem ein bisschen mehr auf Main spielen, ne? Ich spiele gerne auf dem Smurf, keine Frage. Ich smurf auch gerne mit Viewern rein. Macht ultra viel Spaß. Aber ab und zu muss man auch mal wieder tryhard, ne? Bisschen tryhard ist immer gut. Wir machen mal den Drake. Ne? Der Drake ist immer noch... Ja, kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Ja, die kommt auch hier hin. Die Cassio. Ja, wir sollten den nicht machen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Sondern die Cassio müsste es sowieso nicht. Ob die immer noch hier im Busch? Nee, oder? Oh mein Gott. Ich bin tot. Alter, holy cow, macht der Damage. Boah, macht die fucking nochmal viel Damage, die Cassio, Alter. Heilige Macaroni. Die ist einfach hier rumgelaufen, ne? Vor allem, wo ist die denn langgelaufen, bitte? Dass sie da hinkommt. Habt ihr das gesehen? Ich frage mich gerade, wo die langgelaufen ist. Dass sie da hinkommt. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, wir haben ja hier eine Ward. Und hier stand der Fizz. Und die kam von hier rum. Wie ist sie da hingekommen? Ja, die haben den Drake echt gemacht. Mann, Kacke! Das läuft nicht gut, Leute. Das läuft nicht gut. Ich glaube, ich muss den Fizz feeden. Bei dem habe ich nur Hoffnung. Bei Twitch ist eher so eine Sache, ne? Twitch ist eher so eine Sache. Wenn ich ehrlich bin. Wir sind back, Alter. Fuck it, ey. Ich verliere so viel Zeit gerade. Das ist nicht gut. Ja, die Vi ist ziemlich effektiv, ey. Das ist heftig. Sieben Minuten war der Timer. Oh, der Lappenboxer kennt mich. Das ist auch lustig. Das passiert mir in letzter Zeit immer so häufig, wenn ich auf dem Main spiele. Ich meine, klar, ich heiße YouTube Peric, aber ich meine... So einen riesigen YouTube-Kanal habe ich jetzt nicht, ey. Da gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass mich immer jeder Deutsche direkt kennt, ey. Die Cassio ist echt nervig, Mann. Die ist echt ein Problem. Ist echt ein ziemliches Problem. Das Problem ist halt, wenn man gegen Cassio, wenn man einmal von ihrem Q getroffen wird, bist du eigentlich so gut wie tot, ne? Weil du kannst nicht mehr weglaufen. Die kriegt ja mehr Movement Speed dadurch und dann kommst du nicht mehr weg. Das ist so kacke. Das ist richtig AIDS, Mann. So, wir gehen mal B. Wir holen uns mal Boots und unser Bloodraiser. Ah, ich glaube, der kriegt den nicht mal. Teleport kommt auch noch rein. Die werden sterben unten. Twitch macht einfach Zero Damage, Alter. Oh mein Gott, nicht wirklich. Alter. Oh mein Gott, ey, das ist so eine Clown-Fiesta gerade.
Alter, wie viel Damage macht die Weil, Mann? Heilige Scheiße, Alter, hat die mir viel Damage gemacht. Uff. Boah, das ist echt heftig. Ich hol mal 2 Ruby Crystals. Alter, den Q getroffen hätten sie ihn gekillt. Scheiße. Jetzt gehen wir mal Q als nächstes hoch. Ja, ich bin nicht wirklich gut in-game, muss ich zugeben. Die Vi ist besser im Game als ich, aber die wird auch nicht tanky bauen, glaube ich. Das wird bestimmt so eine YOLO-Vi sein. Mal gucken, wenn ich Titanic Hydro habe, dann bin ich relativ tanky. Ich gehe erstmal ein bisschen auf Leben. Damit ich ein bisschen mehr tanky bin. Weil Damage habe ich eigentlich genug mit meinem E, mit meinem Q und meinem Blood Razor. Mache ich eigentlich echt guten Damage. Ist ein bisschen scheiße, dass sie den Inferno Drake bekommen haben. Ist ein bisschen kacke. Aber naja. Gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Mal gucken, 11-7. Das Problem ist halt der Twitch, ne? Der Twitch von uns ist halt useless. Der ist aktuell echt useless as fuck. Wie kann er den 1 gegen 1 legen, Alter? Das ist ein Witz. Das ist ein Darius, Mann. Das ist ein fucking Darius. Und der legt den 1 gegen 1. Ich habe eigentlich gehofft, dass er kommt. Dass wir ihn abfangen können. Ich sollte ihm nicht noch Farm wegnehmen. Tschüss. Gut. 800 Gold, wir holen uns das Seekers, das Yauhims Fist. Das war ziemlich close. Aber meine Ulti gibt mehr Leben, ne? Das ist ziemlich cool gemacht eigentlich jetzt. Dass du jetzt Leben bekommst, dadurch kannst du echt einiges besser überleben. Der Fist ist nicht schlecht von uns. Ich glaube, mit dem Fist können wir echt was reißen. Mal gucken. Das ist aber echt auch kein Farm-Game hier, ne? Ich meine, ich habe mehr Farm als unser AD-Carry gerade genug gehabt. Nice, good job, Fist. Das sieht gut aus, Alter. Ich werde Tanky bauen und dann rasieren wir die Boys weg. Ne? Dann gehen wir durch den Strich durch. So, mal gucken. Wir brauchen unbedingt den nächsten Drake. Ich würde eigentlich gerne dafür preparen. Ja. Drake ist ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Wie kann ich das failen? Oh, I'm so sorry, boys. Ah, fuck! Mann, wie kann ich den denn failen, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ich denn den scheiß Smite failen? Der hatte 6 HP nach dem Smite von mir. Das ist so kacke. Ach, leck mich. Das ärgert mich wirklich. Ach, Mann, ey. Ich krieg gleich einen Anfall. Das muss ich sagen, ist echt so nervig, ne? In der hohen Elo, ne? Oder in der etwas höheren Elo spielen die eigentlich alle mit Triforce, ne? Aber in der Elo jetzt, Alter, spielen die alle mit Iceborne Ground. Ist so nervig. Also ich finde Triforce immer noch viel, viel besser. Gerade weil du Attack Speed bekommst, ne? Und weil du eh Blade baust, ist das einfach so eine geile Synergy. Ich weiß nicht, ich finde das viel, viel besser. Auch Cooldown Reduction. Kriegst du ja alles, was du brauchst, ne? Mit einem Esper. Und machst einfach viel mehr Damage mit dem Q. Ich weiß nicht. Ich finde es besser, wenn man Triforce baut. Ich meine, das Item ist ein bisschen teurer, aber trotzdem. Ist halt auch viel effizienter.
gemeint, Alter. Ah, dieses Gift, ne? Vor allem mit Deathfire Touch, Alter. Ist das räudig as fuck, Mann. Sollen sich mal verpissen hier, die Affen. So, ich geh mal back, ich will mal Mercs. Boah, ich bin immer noch nicht irgendwie zufrieden mit meiner Leistung, keine Ahnung. Wir müssen echt noch ein bisschen mehr reißen irgendwie. Ups, falsches Item. Es ist, ärgert mich, dass ich den Drake nicht gekriegt habe, ey. Das ärgert mich wirklich. Wir sollten mal den Rift Herald machen. Der Rift Herald wäre für mich gar nicht mal so scheiße. Nice, der macht die platt. Ah, der stirbt. Nicht. Lol. Der hat bestimmt gewardet. Ah, oh, der hat gewardet, war klar. Wie der den fertig macht, den Darius, oder? Ernsthaft, du stirbst echt noch? Come on, Mate, Alter. Aber ich sag ja, das ist so ein Spacken, der auf Dings geht. Der geht auf Triforce, Safe Call. Ich sag, der wird auf Triforce gehen. Oder der baut Black Cleaver, was eigentlich sinnvoller wäre. Ist so ätzend, dass der Darius echt noch gestorben ist da dran, ne? Ich musste auch noch flashen, um den nochmal ein bisschen zurückzuhauen, ey. Das war mega behindert, ey. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Flash da unbedingt notwendig gewesen wäre, aber... Es ist krass, dass der Darius den einfach nicht down kriegt im 1 gegen 1, ne? Ich meine, der hat nur Sunfire Cape. Und ein scheiß Sheen, ne? Der kriegt den nicht down. Das ist Wahnsinn, Alter. Das, obwohl er ein Darius ist, ne? Ah, der Fist nimmt sich aber auch jeden Kill, ne? Wer macht mir denn hier so viel Damage, Alter? Ist das wirklich nur der Ezreal? Heilige Scheiße, Mann. Ich platz weg wie Pappe. Der Ezreal, der macht mir mit einem Mystic Shot 500. Da fuck, Alter. Ey, ich bin komplett Paper, Mann. Ich bin useless as fuck in diesem Game. Der macht mir 500 Damage mit einem fucking Mystic Shot. Ich fass es nicht, ey. Oh, und ich komme nicht an den Rand, weil ich wieder mal exhausted wurde, ne? Ah, ist das Cancer, Mann. Diese scheiß Botlane von denen, die ist so nervig. Das nervt mich richtig ab. Ja, der spielt echt Triforce, sag ich ja. Die Weiß spielt echt einfach Triforce. Und das Dumme ist, dass das in der Elo hier halt auch echt gut ist, Mann. Weil die einfach jemanden one-hitten, ne? Das ist so dumm. Wenn du ahead bist mit deinem Team, dann kannst du das halt auch easy machen, ne? Weil du einfach komplett zerfickst. Das Problem, was ich finde an die Shyvana, ist folgendes. Und zwar... Drake. Wir sollten nicht den Rift Herald machen. Ja. Das Problem ist folgendes, wenn du die Drakes nicht machst, ist der Champ so useless. Also was heißt useless? Aber du verlierst halt Sets, ne? Das ist so kacke. Du hast halt quasi gar keine Passive mehr, ne? Das war bei der alten Shyvana halt nicht so, ne? Bei der alten Shyvana hattest du halt immer eine Passive. Nice. Immerhin mal ein Dings bekommen, Alter. Nein, Alter, ich will nicht sterben.
fast vergessen. Könnt ihr bitte weggehen? Komm. I don't know, warum wir da fighten. I don't fucking know. Hä? Hab ich den Lasse denn nicht bekommen, bitte? Der Twitch, der braucht erstmal ein paar Items. Der hat echt noch nichts. Wenn der Items hat, können wir echt rasieren mit dem. Aber jetzt aktuell, Alter, ist der useless. Der ist so useless wie ich gerade. Genau, fucking komplett wack gerade. Ist scheiße. Ärgert mich. Aber ich kann nicht mehr machen. Alter, die Wei ist so strong! Das ist fucking heftig! Heilige Scheiße, Mann! Die kann uns einfach rasieren! Ah, Gott! Das ist so ätzend, wenn die so strong ist, Alter! Scheiß die Wand an, ey! Ich weiß nicht, was ich kaufen soll, ey! Ich muss eigentlich Deadman's Plate bauen. Echt, ich bin sonst so paper, Mann. Ich muss unbedingt tanky werden. Damage mache ich eigentlich genug. Ich meine, man hat ja gesehen, wie ich den Esfield zerfickt hab, ne? Der Twitch macht null Damage, Alter. Alter, der Crit. Der Crit, Alter. Der Lucky Crit. Ach du Scheiße. Oh, was? Wie viel Damage macht der denn nur? Komm zu Baron. Komm zu Baron, Alter. Das ist geil, oder? AD Carry Life, Leute. AD Carry Life. Der Esfield kann nichts gegen mich machen, Alter. Das ist so dumm. Wirklich. Die kann einfach gar nichts gegen mich machen. Raus. Weil er hat keine Ulti mehr, das ist gut. Er hat Ulti für mich gewastet. Da sag ich doch nur. Ah, der Erich. So, was haben wir denn? 4-5 Twitch. Oh, der geht aufs. Ah, need 80% Crit Twitch. Der braucht unbedingt Crit, Alter. Ich weiß, es ist Stacken Armor, aber. Drake ist beinahe ab. Brauch unbedingt erstmal noch meine Ult, ey. Ich habe gerade gegen den Esfield auch übel gefailt, ey. Ich hätte viel besser meine Attacks resetten können.
Wir müssen mal die Krabbe machen unten. Damit wir wenigstens sicher gehen können, dass er, dass wir da Vision haben. Schon nicht Mitte. Na, ja, flash mal lieber weg. Nein, ja, der Fisch war nicht gut. Der Fisch war leider nicht gut. I don't know, boys. Die haben schon wieder geflash-wasted, Alter. Alter. Ist weg, Alter. Ich bin übel low. Ich bin übel low. Nice, sehr schön. Baron. Nice. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Das haut gut hin momentan. Wir fighten intelligent, wir greeden nicht zu sehr, das klappt super. On my way. Ich muss jetzt nur ordentlich schmalten. Ansonsten rafft sich alles. Okay, wir sollten jetzt groupen. Der Nautilus ist auch relativ strong, aber die greeden alle für nix, ey. Wie ist das eigentlich? Bleibe ich mitten in dem W stehen von ihr? Wenn ich mit meiner Ulti... Nee, mit meiner Ulti bin ich ja... stimmt ja, mit meiner Ulti bin ich ja Ragnarok, ne? Da bin ich ja immun gegen alles. Zwei Minuten 45 kommt der Drake. Und das ist ein Infernal Drake. Ich bin tot. Ich hab den Tower getankt. Good job, Boys. GG Webplate. Das war's. Der Twitch konnte übel reinhalten. Auch mein AOE-Damage war nicht schlecht, Alter. Mit Titanic Hydra, mein W, mein Q, die ja komplett reinfliegen. Der Fizz hat richtig gut gespielt. Aber ich habe ja gesagt am Anfang schon, ne, der Fizz war echt nicht schlecht. Ja, war ein nice Game, Leute. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe am Anfang echt richtig hart reingefällt, ne? Ich habe echt nicht viel gemacht.
Da hatten wir echt Glück, dass der Fizz auch nachher noch echt gute Sachen gemacht hat. Auch wenn die letzte Ulti jetzt im Teamfight nicht so geil war. Aber die haben wir echt gut im Teamfight auseinandergenommen, ne? Da konnte die Vi nichts machen. Und das ist halt genau das Problem, was ich immer sage, Leute, ne? Wenn ihr Vi so spielt, dann seid ihr halt squishy as fuck, ne? Ich meine, der Typ war null tanky am Ende. Ich meine, klar, der hatte jetzt noch Banshee's Veil und fast noch einen Deadman's Plate, aber der war auch ultra ahead, das darf man nicht vergessen, ne? Ich meine, der hatte 1200 Gold mehr als ich, ne? Das ist halt echt ziemlich krass, ne? Der Fizz hat super viel Damage gemacht, ja. Hätte ich nicht gedacht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was für heute? Wir stehen 5-3, das heißt, ja, unser Ziel ist eigentlich erreicht. Wir haben 5 Siege, wir wollten ja auch nur 5 Siege haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.